siehst du auch. Aber da brauche ich aber echt kein Gutachter sein. Ja. Hallo, sag mir, was ich nicht sehe. Gut, dass ich dir nicht zahle. Froschkenntnis bei KFZ. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt ist ein Gutachter da, aka mein Bruder, aka Arafat, mein Manager. Kassiert die 50% von nichts. Genauso wie bei dir. Du kriegst wenigstens noch 50 Euro wegen Dings. Haha. Massage. Wie geht's dir aber? Chefin? Hi. Na, bist? Hast du meinen Leihwagen mitgebracht, sehe ich? Ja, danke. Das ist leider nicht ja. Schon. Also lass dir Zeit, ich brauche den echt nächstes Jahr oder so. Die Geschichte ist folgendes. Ich habe den Wagen gekauft, kam raus, Tachemanipulation. Airbag-Leuchte war draußen, ich habe den ausgelesen. Widerstand so hoch, 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 überall. Neues Tacho eingebaut, Airbag-Leuchte brennt. Ich habe den Wagen ja gekauft. Ja. Mittlerweile für 1800 Euro, 200 Euro habe ich zurückbekommen. Das ist ein 45, 4,4 Liter, wie viel ist deiner? 3 Liter, aber 2 Turbos. Egal, das ist 4,4 Liter Hubraum. Okay, was andere sagen ist falsch. Hubraum ist das Wichtigste. Alter. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, möchtest du wissen, ob das Ding unfallfrei ist? Ja, also du machst so ein Gutachten, die Leute kaufen ein Auto, kommen zu dir. Ja. Ja, genau das. Das brauche ich. Zumindest nach. Hier bin ich für fast sicher. Hat er was? Hier? Schon. Ja. Ja, und zwar, komm her. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auffasst. Hier hast du einen Farbunterschied. Ja, hast du aber drüben auch. Gut, hier ist aber beigenebelt worden. Das sieht stark nach Spachtel aus und hier oben hast du Blasen. Wo war das? Hier. Hast du zum Beispiel auch Schleifspuren und leichte Blasen. Okay, was machst du? Was ist das? Das ist ein Lackschichtenmesser. Das hier misst die Lackstärke. Die sollte immer so plus minus 100, 150 μ sein. Das ist die Lackschichte, die Farbe, die auf dem Fahrzeug drauf ist. Mhm. Meistens kann man das schön am Dach messen, ganz einfach. Weil das Dach meistens nicht beschädigt wird, es sei denn, man hat einen Sturmschaden. Links und rechts sieht es natürlich anders aus und da schauen wir jetzt einfach mal hier drauf. 200 ist jetzt noch nicht so die Riesenwelle. Da ist also definitiv was gemacht worden, aber hier siehst du zum Beispiel Kamera. 954. Was heißt 954? Da ist gespachtelt worden, ordentlich. Ja, das sieht man ja aber auch. Ne? Das sieht man ja auch. Okay. Und wenn du sagst, da ist eine neue Tür reingekommen und die Seitenwand hier unten ist gespachtelt worden, da kannst du eins und eins zusammenzählen. Das war ja, hier sieht man das ja auch komisch. Ne? Die Spaltmaße siehst du nicht. Hier siehst du zum Beispiel, da ist ein Farbläufer drin, der sieht auch richtig blöde aus. Also ist definitiv... Warte. Da hat eine Stelle, die kann er nicht messen. Was heißt das? Über 5000 μ. Oh, echt? Ja. Was heißt 5000? 4000! 4107. Moment. Okay, ich kenne mich nicht aus, aber das hört sich viel an. Ich muss dazu sagen, ich will jetzt keine Werbung für das Gerät machen, aber es ist so ziemlich das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und kann ich einen Link drunter machen? Dann muss ich so machen. Nein, nein, mach keinen Link drunter. Faltband ist halt auch mitgenommen, aber hier siehst du, hier ist ordentlich Spachtel drauf. Da ist wiederum nichts. Also ja, genau hier auf dem Kniestück der Seitenwand hätte ordentlich einen drauf gekriegt. Ich meine, gut, das ist jetzt ein altes Auto. Ein paar Macken hier darf er auch haben. Wieder lackiert wurde hier. Ja, ja. Farbnebel etc. Alter, hier, guck mal, geh das rein. Ja, gucken wir mal weiter. Aber, warte, die Tür haben wir doch gar nicht. Die Tür möchte ich wissen hier. Also die haben eine gebrauchte Tür, ist ja, wahrscheinlich gut. Ist in Ordnung. Oder 104. Hier auch. Hier schaut es auch in Ordnung aus. Hier ist es wahrscheinlich mal lackiert worden. Haube sieht auch leicht lackiert aus. Was auch einen leichten Farbunterschied siehst du zum Beispiel hier. Da ist der Klarlack viel frischer. Also hier ist lackiert worden. Ja, ich meine, wir haben mal ein altes Auto jetzt. Ja, das kann ja mal sein, dass er mal Kratzer hatte, lackiert wurde. Nein, gegen Lackierung ist auch nichts einzusehen, ja. Aber das ist ein Rattenschwanz, der dahinter hängt. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil die beschädigte Stelle ist, wie gesagt, direkt Kniestück. Was hängt am Kniestück? Da hängt die Felge dran. Was hängt an der Felge dran? Da hängt die Achse an. Leute, warte. Ja. Also ich kann es nur erinnern. Ein Querlenker wurde erneuert auf der linken Seite. Ja. Ja. Irgendwas war. Ihr müsst euch das Video anschauen. Da habe ich ja gesagt, guck mal, das haben die erneuert. Aber wir sind jetzt hinten rechts.
Nein, da drüben. Achso, du meinst drüben. Weil wir jetzt hier standen. Die Heckklappe ist auch mal markiert. Alter, du bist wieder in der Massage. Haha, ha, ja, ich ist auch mal markiert Zeit. Worden, da siehst du auch. Aber da brauche ich aber drin. Echt kein Gutachter sein. Ja. Hallo, sag mir, was ich nicht sehe. Gut, dass ich dir nicht zahle. Ja. Also hier, wie gesagt, der hat der Ordner drin gehabt. Ja. Und vor allen Dingen, es ist auch ziemlich bescheiden repariert worden. Da ich ja, ja. Keine vernünftigen Ausdruck hier nutzen darf. Ja, bitte nicht. Du siehst, also die Form stimmt hier auch immer noch nicht. Ja, das sieht man nicht, die ist ganz hinten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich, der hat so einen drauf gekriegt. Ja. Auf dem Reifen, definitiv. Deswegen den Querlenker, vielleicht die Achse getauscht, weiß ich nicht. Hier wurde eingedrückt, du siehst ja immer noch die Spaltmaße. Warum erzähle ich das eigentlich? Du bist doch der Gutachter. Weil du es ja wissen willst. Ja, dann erzähl mir das mal. Wie meinst du, ist das passiert? Also der hat hier definitiv direkt auf die Seitenwand im unteren Bereich, das nennt man das Kniestück, hier hätte ordentlich einen reinkriegen. Das war auch richtig deformiert. Das merkt man allein schon an der Spachtelmasse. Weil wie gesagt, 5000, das ist schon ordentlich, das ist schon fingerbreit. 4000 haben wir jetzt. Fingerbreit! 5000, genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da dürfte zum Beispiel auch kein Magnet halten. Können wir mal probieren. 5000 hält auch kein Magnet. Jetzt weiß ich auch, warum kein Erde drin war. So, hier hält er zum Beispiel. Nochmal. Ups, jetzt wollte ich cool wirken. Also hier hält er und dort, wo der Spachtel aufgetragen ist. Der hält doch. Der obere Bereich hält. Hier oben. Da ist komplett Spachtel. Das heißt, die haben den nicht mal richtig rausgezogen. Nein, die haben es noch nicht mal richtig rausgezogen. Bei dem Schadensbild wird wahrscheinlich die Felge betroffen worden sein und je nachdem, wenn die Achse verzogen ist, musst du normalerweise die komplette Achshälfte, alles was da drin hängt, musst du entweichen. Ich glaube, ich, Airbag ist hier ausgelöst worden. Kann durchaus sein. Ja? Ja. Wenn der Airbag ausgelöst ist, haben die einfach eine neue Tür, nicht angeschlossen, Lampe raus, altes Auto, wer guckt schon dahinter, so nach dem Motto. Ja. Und weg damit. Also ich kaufe dieses Auto. Du guckst über Fahrgestellnummer, kannst du gucken, ob du irgendwas über das Auto herausfindest? Nein, ich persönlich kann es nicht. Versicherungen können das, es gibt eine... Hast du keine Connection? Nein, so gute Connection habe ich nicht. Ich kenne Leute, die in der Versicherung arbeiten. Dann vermittel du ihn immer. Ja. Nein, du kannst, ich meine aber, das müsstest du vielleicht mit einem Anwalt absprechen, du kannst dir HIS anschreiben, wenn du nachweist, dass das Auto dir gehört, können die eine Abfrage machen, was über das Auto gespeichert ist. Also alles, was über Versicherungen läuft, wird normalerweise in dieser Datei gespeichert. Jetzt weiß ich nicht, was für ein Baujahr haben wir. 2000. Ich weiß nicht, wann dieser HIS gegründet worden ist. Also sprich, wenn das jetzt, wenn du Pech hast und das, der Unfall ist vor, weiß ich nicht, 20 Jahren passiert, kann es sein, dass es nicht da drin ist. Aber wenn ich das glaube, jetzt, das ist neu passiert, glaube ich. Ich denke auch nicht, dass es so alt ist, weil es würde sonst anfangen, stark zu rosten. Oder beziehungsweise, dann wäre es doch nicht so schlecht gemacht. Ich habe ja mit dem Wagen gefahren, muss ich ja sagen. Der lässt sich super fahren, keine Probleme. Obwohl ein Gelenk bei mir kaputt ist, vorne, ist richtig ausgeschlagen. Wie hoch ist der Schaden? Was meinst du? Relativ. Die Seitenwand hätte erneuert werden müssen, dann müsste der Innenradkasten müsste erneuert werden, die Tür und so weiter und so fort. Das ist Pillepalle, aber geht schon stark in den fast nach heutigen Standards in den 10.000er Bereich. 10.000 Euro Schaden. Allein die Seitenwand wird 3-4 Mille kosten. Dann kommt die Tür hinzu, rechne 5, Radreifen, die Achse mit den Stundenverrechnungssätzen, die man heute hat, ja. Kratz, ob es jetzt 8.000 sind oder 10.000 und 2, das ist Dings. Aber so in dem Bereich wird es gehen. Ja, sagen wir einfach mal 5.000 Euro, sag mal. Wird sich ja lohnen. Mindestens. Für den zu reparieren. Für einen 5-4, aber wir reden, du weißt, dass es ein 8-Zylinder ist. Ich weiß. Ne? Ich habe keinen 3 Liter. Ich weiß auch, dass die Dinger so richtig hoch Das ist noch ein richtiges Auto hier. Ja. Aber den will ich trotzdem fahren. Ist es okay gemacht worden? Nein, definitiv. Aber ist es jetzt hier verkehrsunsicher? Der fährt gut. Andersrum. Ich rede jetzt vom technischen Bereich. So, technisch ist es halt so, also du bist ja jetzt auch nicht hinterm Boot. Was für ein Aufprall muss kommen, dass sich die Seitenwand hier unten so stark verformt? Du weißt, das sind ja mehr oder weniger, das ist ja eine richtig stabile Stelle hier. Ja. Ist ja anders als hier. Wenn die sich so stark verformt und der Reifen einen mit abkriegt, heißt das nichts anderes, dass es eine direkte Krafteinwirkung auf die Achse gegeben hat. Auf jeden Fall. So. Ja. Aber soll ich dir was sagen?
Entschuldigung, ja. Nur, dass ich unterbreche. Da ist es mit einem Querlenkerwechsel nicht getan. Also um den Sachumfachgericht hinzukriegen, musst du alles, was an dieser Radaufhängung drauf ist, ändern. Das heißt, den Achsschenkel, die Querlenker, den Dämpfer und so weiter und so fort. Ja, ich kann ja eine Achsschermessung will ich sowieso machen, dann will ich das nochmal anschauen. Wie gesagt, es geht um die Dings. Ich weiß ja nicht, wie es repariert worden ist. Anscheinend hat das ein Laie gemacht. Hier in Schadenhütte, ich mache dann Gutachten, er kommt so mit dem Auto zu mir und will eine Reparatur bestätigen. Die stelle ich ihm nicht aus. Mhm. Weil ich am Ende des Tages ja unterschreiben muss, dass das Ding sachenfachgerecht bzw. halt auch verkehrssicher ist. Also ich kenne mich mit Karosserien null aus, aber das kriege ich besser hin. Aber. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich alle besser hin. Ja. Ja, das ist ja die Geschichte. Derjenige war nicht schuldig, der hat schön kassiert, hat abkassiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht hat er es so verkauft oder... So irgendwo abgegeben, 100 Euro gegeben oder einen Kasten Bier, so wie es aussieht. Aber er kannte das Auto nicht, das ist ja ein Heckantrieb und hat einfach mal ordentlich Gas gegeben. Das Ding ist hinten ausgebrochen und keine Ahnung, gegen irgendeinen Poller, gegen irgendeinen Stein, gegen irgendeinen Bordstein oder was weiß ich. Ja, ich denke halt viel weiter, weil wie gesagt, es ist tatsächlich hier dieser Bereich, der beschädigt worden ist. Ja. Hier dieser Bereich, ja, und da passt es halt, Kniestück und eine neue Tür. Weil hier oben geht's ja, hier oben ist halt einfach nur Lackschicht, ein bisschen mit dem Dings hingekommen. Hier hatten wir ja keine Lackabweichung wieder. Aber hier oben, warte mal, da muss ich nochmal hin reinlotzen. Hier hat da so komische Pickel drin. Ja. Tau, ja, zeig mal bitte da rein. Ja, da so. Kann auch gegen eine Wand gefahren sein. Also wird der doch schon mal gut lackiert. Also nicht gut lackiert. Also zumindest, es kann auch sein, dass der hier mal einen Unfall hat. Ja, wie gesagt, man sieht es auf jeden Fall. Da kommt der Spachtel halt hier hoch. Ja, das könnte auch eine Trennlinie sein, falls sie mal die Seitenwand irgendwann erneuert haben. Aber wie gesagt, hier genau in dem Bereich, warte mal, da, mal so, da siehst du es halt, ne? Also hier haben sie halt auch definitiv was gemacht. Ja, hier ist relativ wenig drauf. Und hier wieder original. Und hier ist Dings. Nee, es kann sein, dass da zum Beispiel die Rostansatz oder was weiß ich was hat. Oder dass die beim Börtlern da irgendwas Dings gemacht haben. Dann haben die auch hier, du siehst es ja, auch mit Spray wahrscheinlich nur. Ja. Oder irgendein super Smart Repair da war dran. Ja, auf jeden Fall. Vorne. Soll ich die Stoßstange ausmachen? Kannst du gerne machen. Wir können den auch anheben. Hier ist definitiv auch ein Kühlturm. Ja, wir können den anheben. Wo willst du den anheben? Alles voll. Hier ist auf jeden Fall auch lackiert worden. Das können zum Beispiel, wenn ich jetzt nach der Lackschichte gehe, wir sind hier leicht drüber, oder beziehungsweise hier bei dem 150er Bereich, könnten auch gebrauchte Teile lackiert worden sein. Also hier nicht, aber hier die Haube auf jeden Fall. Weil hier haben wir wieder knapp unter 100. Also hier ist auf jeden Fall auch Klarlack drauf, man erkennt das auch optisch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das bei der Kamera rüberkommt. Kannst du ungefähr mal schauen, ob wir vorne irgendeinen Rahmenschaden haben? Weil davon habe ich ja am meisten Angst, dass irgendwo ein Rahmenschaden ist, dass er frontal einen drauf hatte. Hier sieht soweit alles gut aus. So, die Innenbleche und die Längsträger, die sehen gut aus. Bis auf ein bisschen Öl, was da. Das ist kein Öllabe. Das ist extra, damit es nicht rostet. Ja. Das, guck mal, ich sag dir, das Auto rostet nicht und deins wird rosten. Obwohl er noch ein paar Monate alt ist. So. Also so aus dem Schere würde ich sagen, nein. Aber wenn du mal bei Zeiten die Stoßstange runternimmst, die Verkleidung runternimmst, dann können wir uns da von unten gucken. Von oben sieht alles relativ gut aus. Ja, auch hier keine Knicke oder so. Nee, ne? Nee. Oh, mit Standheizung. Natürlich. Wie viel liegt das nochmal? 40D nur. Ach, hört sich zumindest auch noch viel Licht an. Oh, warte mal. Boah, ich dachte schon, hier, das ist kaputt. Das ist das Wichtigste am Auto. Hier oben sieht soweit alles gut aus. Du kennst mein Firmenmotto. Ein Auto ist menschlich, ist rau, ist trinkt und manchmal ist. Der Tobias hat sich nichts dabei gedacht, dass er einen Airbag in die Hand bekommen hat. Du, also hast du keinen Airbag bekommen, als du das Auto gekauft hast? Zumindest nicht auf die Hand. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war das früher ja so.
Also, das Auto hat 6 Airbags, aber wenn du hier und hier noch einbaust, hat er 7 oder 8. Das ist doch geil. Dass die Verhandlungen so gut waren, kriegen sie noch einen 7. mit nach Hause. Ja. Hier haben sie noch einen Schlafkisten-Airbag. Können Sie ruhig. Vorsicht beim Schlafen. Also, vielleicht haben wir denen ja auch erklärt, wie man den auslösen kann, dass man da irgendwie, ich weiß nicht. Ja, vielleicht hat er Silvester gespielt, wir durften ja 2 Jahre nicht. So was soll ich denn machen? Hier ist so langweilig. Boom, egal, noch einmal hier, boom. Gibt doch diese Videos, wo gelangweilte Leute in der Werkstatt sich auf eine, weiß ich nicht, Reifenstapel setzen und darunter ein Airbag gezündet werden. Ui. Ich weiß nicht, was für Videos du schaust, aber. Ja, ich glaube, mein Bruder hat sowas alles gedreht. Ja, aber ich setze mich nicht da drauf. Ich setze mich nie auf solche Sachen. Vielleicht musst du das mal machen. Ja gut, aber was schulde ich dir? Wir können ja Kaffee trinken, komm. Ja, komm, wir Kaffee trinken. Das ist ein schönes Auto, Abel. Sag mal, hat der Massagesitze? Ja. Der hat Massagesitze? Guck mal, ich muss damit doch mal fahren, oder? Eidosch. Und belüftet. Eidosch, komm, ich halte es fest. Eidosch. Ganzkörperaktivierung, was ist das? Eidosch, tup dich aus. Oh. Ey, Softclose! Oh, sorry. Wenn ich mal in deiner Küche bin, weißt du, wie ich die Dinger da dann zuschlagen werde? Genau das sagt Miriam auch. Bleib da. Abel, jeden Monat, ne? Einmal vorbeikommen. Ich guck mir das Auto an, vielleicht hast du Reifendruck verloren oder so. Einmal im Monat bitte. Stimmt, heute vorne links. Vorne links, Reifendruck? Reifendruck. Ja, komm einfach vorbei, ich kontrolliere dir einmal im Monat. Am besten, wenn wir mal aufnehmen, halbe Stunde Zeit mitbringen, ich mach das schon. Genau. Kein 9000 Sinn. Muss er zur Inspektion, da kann ich ja auch bei dir machen lassen. Motoröl. Wie lange dauert das? Bei dir? Ja. Wenn Aldosch mithilft, so wie sie jetzt macht, halbe Stunde. Ehrlich? Natürlich. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst 3-4 Tage. Ach so. Auf jeden Fall, mein Bruder ist Gutachter, der macht alles an Gutachten. Wenn ihr irgendwas braucht, ne, das ist keine bezahlte Werbung, der bezahlt mir nichts. Der nimmt eher Geld von mir. Aber mit der Inspektion müssen wir noch reden hier. Auf jeden Fall unten verlinkt, wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr gerne bei ihm machen. Aber kriegt Provision? Ja, natürlich. Ehrlich? Okay, auf jeden Fall unten verlinkt, könnt ihr drauf gehen. Nein, war Spaß. Also wenn ihr uns supporten wollt, ihr könnt gerne abonnieren. Und ja, danke schon fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft 50. Bis dann. Haut rein. Ciao. Aber Kaffee ist zu teuer.